Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Wir waren auf dem, also bei dem letzten Video waren wir ja den kleinen Gringotts ein bisschen und zu unterstützen und ein bisschen zu helfen, damit sie zu ihren Blüten kommen. Und wir werden natürlich dort auch wieder weiter einsteigen und werden jetzt heute auf dem Freitag natürlich die letzte Folge von Avatar spielen. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß bei diesem Video. Und wir sehen uns natürlich nach dem Intro. Und ihr nicht vergessen, ihr könnt das auch immer weiter skippen. Also bis gleich, ihr Lieben. Joa, so, also ich würde sagen, wir fangen ganz human an. Wir werden erstmal die beiden Trichter könnten wir, also wir könnten ja eigentlich mal die Dings runterschießen. Können wir herstellen auf Langbogenbasis. Ja, komm, stellen wir her. Und wir schießen damit halt ein bisschen verdeckt. Operation 7, würde ich sagen. Hanu, kommt mal ein Stück dichter, bitte. Okay, wir brechen mal kurz ab. Okay, schießt sich schlecht. Was ist mit meiner Waffe los? Hallo? Hallo? Ach ja, regnet ein bisschen. Entschuldigung. Trifft man nicht. So ein Gedöns. Popsucket. Wir geben Gas. Fliegen zu schießen ist schon echt schwer. Abfahrt mit dir, Freundchen. Runter, sag mal. Terminal knacken. Wie gehabt. Oh, cool. Ja, genau so. Auf Zeit gedamaged. Bist du da? Ich hab Daten geschickt. Empfange. Okay, greif an. Die Daten zeigen die Energiequelle. Ist ganz nah. Wenn du die aufschaltest, zerstört das den ganzen Verbund. Halt Abstand zur Explosion. Oh, wir haben... Ja. Wir haben nicht mal mehr Munition. Geschafft. Ballon vernichtet. Ja. Ganz schön schlecht, würde ich sagen. Um die Mondoberfläche zu durchdringen?
Jo. Genau. Ja, es spürt sich ja alles Mögliche auf. Aber ich frage mich gerade. Hey, damit suchen Sie bestimmt nach Bruchstellen. Hey Lan, kannst du... Ein ganzes Netzwerk aus interagierenden Signalen. Hey Lan, sag mir bitte einfach, ob das Signal schwächer wird, okay? Oh, ja, schon gut. Das ist schlecht, ne? Es gibt so viele davon, sogar außerhalb des Regenwalds. Schalten wir so viele aus wie möglich. Ja, wir können noch mal. Ja, wir können noch mal. Ja. So. Und weiter geht's natürlich. Immer schön hier die... Daylan, hast du was? ADAs hier zerstören die Dinger. Das ist nicht wirklich ein Problem, oder? Boah. Es macht ja schließlich nichts Schlimmes. Es ist schlimmer, als es aussieht. Ich muss es stoppen. Ja, das wissen wir ja nur auch, ne? Das werdet ihr stoppen müssen, das Ganze. Und von daher werden wir mal gucken, dass wir das denn so hinbekommen. Ist natürlich alles immer ein bisschen interessant, finde ich. Dass man hier hacken muss, losfliegen muss wieder und... Fliegen wir! Oh. Ja, ja. Er landet auch. Wir steigen auf. Das war jetzt ein bisschen falsch wieder das Ganze. Aber gut, das passiert. So. Ja. Dann hätten wir sie da fast alle, oder? Dort. Noch ein zerstört. Es nützt nichts. Die Geräte leiten das Signal ständig weiter. Du musst die Quelle ausschalten. Sieht so aus, als ob der Sender ganz in der Nähe ist. Da hinten. Die ID-Basis bei den Steinsäulen. Edua ist dort. Glaubst du, dass du gegen die Menschen dort kämpfen musst? Die können sich wehren, Dela. Aber ist auch komisch, wa? Wir haben jetzt so viel runtergeschossen von den Dingern. Und trotzdem kommt immer wieder ein Signal, ne? Nee. Doch, Hubschrauber unter uns. Und hoch. Wir haben keine Munition mehr. Boah, hier sieht der Wald ja richtig... Der ist schnell. Hoho, voll im Sinkflug, Join. Ja, ab geht die Fahrt. So, ich glaube, wir sind ihn aber noch nicht los. Wir könnten... Wo waren sie beide? Sie waren noch beide hier unten eben, oder? Also ich habe nur die Schüsse gesehen. Wow. Das ist echt hart. Ho, ho, ho. Wo war denn der?
Wir werden überrannt! Lass ihn in Ruhe, sag ich dir. Ich hab gedacht, das wäre was Großes gewesen, aber es war bloß was Kleines. Da kriegen wir ja keine... Okay. Da sollen wir hin. Okay, da sitzt auch jemand von uns. Das ist super. Ah, werden wir mal gucken, ob wir die Base ohne Munition, weil wir eben zu viel schon. Na, verdammt. Siehst du da unten? Da oben. Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Heute werden wir es beenden. Ihre Asche wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie ablenken. Okay. Tja, die Frage ist... Boah, da gibt's wieder so viele... Shit, ey. Ich gehe jetzt zum Außenposten. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich kann mich reinschleichen. Edua lenkt die Scorpions ab. Mit deinem Fit bleibst du unentdeckt. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Jo. Vielleicht kann ich so helfen. Moment. Wir müssen... Wir können davon welche herstellen, genau. Davon können wir, haben wir nur die anderen. Und wir hätten die Möglichkeit, hiervon noch eine herzustellen. Genau. Und hier müssen wir wechseln auf die Munition. Oh, gleich wieder das ganz große Geschoss hier, Junge. Da gibt es auch nicht so viele davon, ne? Würde ich sagen. Also so viel haben wir nicht davon, leider Gottes. Nicht. Nee, mir auch nicht. Yeah. So wie gestern, genau das gleiche Spektakel wieder. Dass wir jetzt noch Verstärkung, also dass wir jetzt noch gegen die Verstärkung kämpfen müssen. Wir müssen ein bisschen versteckt bleiben gerade. Boah, der Riesenbomber kam runter. Okay, da sind zwei. Also er ist echt... Also er hier ist echt super, der Generation hier. Ich hab echt gedacht, dass wir so ein bisschen New York... Ich hoffe, er bewegt sich. Ja, er hat sich bewegt. Aber, ja, er liegt. Okay, er liegt.
Ich glaube. Jo. Okay, wir haben wunderbar gearbeitet gerade. Hör doch auf, hier ist doch gar keiner. Okay. Oh. Okay. Schon mal das erste? Jo, das erste. Okay, dann könnten wir. Anders Personal, Basis verzeichnet mechanische Fehler. Ich würde sagen, wir gehen. Na. Wie soll man da reinkommen? Hoho. Okay, wir müssen da hinten hin. Raketen. Da wäre jetzt cool, ne? Das ist alles? Ja. Oh, Moment. Siehst du außerhalb des Bereichs große Becken? Die sind mit der Hauptpumpstation verbunden und müssen auch zerstört werden. Okay. Ja, da drüben die. Nö. So, wir werden mal ganz kurz was essen. Ah, ich glaube. Ganz bis hingeworfen, ne? Okay. Aber auch rein, die Jungs hier, du. Also wirklich, ey, diese, das sind echt. Oh, shit. Oh. Okay, nochmal. Okay. Wow, verdammt, Junge, verdammt. Weg hier. Alles klar, oder was? Was läuft denn bei euch, Junge? Holy shit, der Bär. Okay.
Okay, die Tür geht auf. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, finde ich. Wenn so eine Tür einfach mal so aufgeht. Ja, da muss es ja irgendeinen Plan geben. Da müssen wir ja irgendwie mit dem Plan vorangehen, finde ich. Also wir können ja nicht einfach so wahllos drauf rumrockern. Nö, stimmt doch gar nicht, bin ich auch nicht. Also da. Hört sich an, als wenn über uns einer langläuft. Nö, aber genau hier, vor. Wir haben auch nichts mehr, ne? Großartig, finde ich. Da. Ich bin doch ganz ehrlich, bitte. Die wissen genau, wo sie hinschießen müssen. Die wissen das genau. Nein, ist er nicht. Er ist schon wieder weg. Los, du. Schon wieder die Dinger. Die Dinger zecken so derbis, ne? Boah, das ist echt. Das ist echt nicht mehr schön. Also. Vor den Dinger kann man sich auch nicht verstecken, großartig, finde ich. Von den Dingen kann man sich auch nicht verstecken, großartig, ey. Da kommen die schon wieder, die Jungs. Oh, nee. Oh, das sind wieder so derbeste Dinger hier, du. Das Schlimme ist, wir haben nicht mal einen davon runtergeboxt. Nicht mal einen. Nicht einen einzigsten hatten wir. Und wir haben noch so viele vor uns, ne? Das ist echt der Wahnsinn.
Wenn man da oben guckt, da oben laufen sie zu dritt, zu viert rum. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Mit nur Pfeil und Bogen. Ich habe auch nicht großartig Lust, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch, das können wir nicht herstellen, da können wir nichts herstellen und da können wir auch nichts herstellen. Das funktioniert nicht, wir haben nichts. Wir haben nichts, womit wir was herstellen können. Das ist ja gerade das Problem. Achtung, Feind ist auf Gelände vorgedrungen. Und ich habe mal gedacht, okay, wir können mal ein bisschen No Creep ganz schnell hier so zack, zack, zack und... Weg das Ding, aber irgendwie wird das doch nichts. Die Dinger schlagen ja gleich überall durch. So, die laufen jetzt wieder nach hinten durch. Kommen wir wieder nicht bis hinten hin, dann ist wieder super. Oh. Und da kommen die Dinger schon wieder angeflogen. Geht voll ab hier gerade. Diese großen, da muss es doch irgendeine Lösung für geben, damit man die wirklich komplett runternattern kann. Kann ja keiner erzählen, dass wir nur mit Pfeil und Bogen gegen die kämpfen müssen. Also. Weil. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen... Okay, hier ist der ganz dicke. Hier ist der Ober-Johnny. Hier ist der Ober-Guru. Wir können ihn auch nicht mal nicht mal eine Falle stellen, finde ich. Ich habe wenigstens gedacht, okay, könnten wir den nochmal fix so eine Falle stellen, aber das funktioniert ja auch nicht ganz. Verdammt. Da laufen drei, da hinten laufen noch welche. Dort liegen auch welche. Ja, und er kommt jetzt hier rüber gelaufen, genau. Ja, das ist mein
Problem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht weiter. Also, weil da sind so viele da oben, hier vorne. Er ist auch wieder so ein Base Hunter, hätte ich jetzt fast gesagt. Er ist ein normaler. Die jetzt ankommen, ne? Könnten die beiden nicht wieder zurückkommen? Das wäre cool. Meter dichter. Wow, das war eine schlechte Idee. Das war wirklich eine sehr, sehr schlechte Idee. Gerade von meiner Warte aus. Tja, die Frage ist, machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Schalte zwei Bohrtürme aus und schließe das, ja. Super. Toll. Wo sind wir denn jetzt? Ja, hier. Schwerste Stufe. Ja, ja, kriegt mit. Schwerste Stufe. Das ist mein Problem. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir das jetzt hin? Zusätzliche Munition, Schusswaffen, Speere, Pfeile, Granatenspezi, taktisches Bewusstsein könnten wir auf jeden Fall erstmal lernen. Ja, dann hätten wir das auch schon mal. Wo ist er? Da kommt er. Fliegen wir. Ja. Da und da hinten sind auch noch zwei. Aber wir sollen ja bloß schaltet zwei Bohrtürme aus, ne? Da bist du ja. Kurz mal gucken. Davon haben wir welche. Okay. Davon könnten wir auf jeden Fall herstellen. Wir gehen aber auf die Basis mal ganz kurz und gehen einfach mal gucken, wie es aussieht. Okay, dort. Ein bisschen Hinterhalttechnik üben. Mal gucken, ob es funktioniert, die Taktik. Okay. Thank you.
Oh, welcher Bob hat jetzt schon wieder Verstärkung gerufen von denen? Er wird dann immer wahnsinnig. Toll. Super. Geht er da jetzt auch lang? Ich bitte. Okay, bei denen sind es die Rotorenblätter her. Dann geh doch wieder zurück. Oh, guck mal da oben. Hier ist nichts, aber ich werde es schon finden. Und boom. Okay. Oh, yeah. So, wo ist der andere? Wo ist der andere hin? Ah, der läuft noch da hinten. Okay, wir gehen uns erstmal die Munition holen. Okay, können wir hier? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Okay. Hm. Aber es ist leider kein Bohrturm ausschalten, es ist irgendwas anderes ausschalten. Wir haben, glaube ich, irgendeinen Generator ausgeschaltet, glaube ich. So. Dann könnten wir doch theoretisch, müssten wir da drüben rüber, das Ding ausschalten. Und da hinten hin. Okay, wir könnten... Okay, dann gehen wir mal hier lang, würde ich sagen. Hört mal ganz ruhig. Okay. Ja, wir probieren es mal so irgendwie, dass wir irgendwie so die Leute wegnackern können. In der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier denke. Cool wäre ja jetzt, wenn sie da unten rauskommen würde, denn. Aber bei meinem Glück kommen sie da unten nicht raus. Und leider Gottes kann ich nichts mehr herstellen, weil ich habe nichts mehr. Am Mann, sag ich mal. Umhalt. Oh, gleich zwei von der Sorte. Habe ich gerade gesehen. Da steht auch noch einer.
Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Er läuft durch, er läuft durch. Okay. Verdammt. Ist nicht aufgegangen, Trick 17. Geblendet, geblendet. Ich sehe nichts. Wow, im Fiepenmoor. Oh, herrlich. Vorzüglich. Ich habe wenigstens gedacht, okay, jetzt geht's ab. Kurz was essen. Hab mich gerade selber weggeblendet. Mach aus, das Ding. Boah, ich sehe nichts. Oh, schon wieder darin gesprungen. Oh, die mit ihren Nades und Nick. Oh, jetzt aber gut hier. Okay. Puh. Das war jetzt anstrengend. Da oben liegt auch noch einer mit. Achtung, Feind ist auf Gelände vorgedrungen. Okay, sammeln wir uns das mal ein. Nee. Aber hier haben wir nichts, ne? Hier müssen wir nichts tun. Doch, da oben. Okay, ich würde sagen, gehen wir hoch. Also wir sollen hier. Ach, dann nebenan sollen wir was tun. Ach, verdammt.
Was ist hier passiert? Oh yeah. Okay. Dann hätten wir nur noch die beiden Bohrtürme, die wir ausschalten müssten. Ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir da erstmal hinkommen. Das sind ja nicht gerade wenige Leute hier, finde ich. Da ist der Bohrturm und da hinten ist der Bohrturm. Der wird auch noch sehr gut bis dato gut bewacht. So ein Mist, aber auch. Oh, verdammt. Dum. Und das Problem ist, glaube ich, wir kommen. Na, da ist der Bohrturm. Da ist einer von denen. Da ist der zweite. Da unten läuft noch einer. Da oben steht noch einer. Und da hinten ist voll mit den Jungs. So. Leider Gottes. Ist der Tankwagen da unten irgendwo gewesen? Okay, dann machen wir das anders. Oh, läuft, würde ich sagen. Nee, läuft doch nicht. Problem, Houston. Boah, shit, ey. Boah, heftig. Oh, mit so viel Gegenwehr hätte ich jetzt echt nicht gerechnet von irgendeinem. Ich weiß gar nicht, von wo das eben kam. Von ihm da hinten? Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht so realisiert, von wo das jetzt kam. Ich glaube, das kam von ihm da hinten. Jo, von Dordi. Okay, 4. Oh, jetzt kommen die Dinger schon wieder. Mit Snack da und schon wieder welche hier. Mann, der soll uns doch einfach in Ruhe lassen, der Bobbel. Der Große. Jetzt steht er da. Oh, jetzt hat er sich umgestellt. Umpositioniert. An dem. Da kommen wir gar nicht ran bei dem. Ganz hinten im Haus steht der. Habt ihr den gesehen eben? Also den sieht man ganz, ganz schwer. Da hinten kommt er. Mitten durchs Haus gelaufen. Alles klar bei ihm, ne? Läuft, ne? Würde ich sagen, oder was?
Wow, der steht noch bei 2 hier. Oh, heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, er schmeißt gut Feuerwerk, finde ich. Ey, so eine lange Schlacht habe ich jetzt aber nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. So eine lange Schlacht, also so lange habe ich die Schlacht nicht in Erinnerung. Also so, also hätte ich jetzt nicht gehabt, bin ich ganz ehrlich. Also. Jetzt hat er. Das ist eine Schisspüx. Das ist wirklich eine Schisspüx. Du hoch 10, ja. Hauptsache schön von Entfernung schießen. Das können sie, das können sie, das können sie. Bin ich ganz ehrlich, also. Hätte er da stehen bleiben können. Nee, versteckt er sich schön. Hui. Wenn sie sich alleine außen lassen würden, aber leider Gottes ist das nicht so. Okay, wir könnten. Okay, wir probieren es jetzt anders. Also wir gehen jetzt. Gucken kurz. Snap. Okay. Dass wir irgendwie bei dem irgendwie wieder rankommen. Kann er nicht sein, oder was? Also der kann doch. Also verscheißern kann der uns ja mal, ne? Also. Okay, jetzt ist er umgefallen. Endlich. Endlich. Okay, endlich. Haben wir nur noch dort oben den RDA-Kämpfer. Könnten wir uns hier schnell. Ich glaube, hier unten haben wir das gehabt, ne? Jo, hier unten ist das Schlachtfeld. Okay, ja, okay. Okay, zieh unter den Hebel. Ich habe gerade gedacht, so, ja, okay, passt schon. Aber so, dann müssen wir die 3. Und wir wollen auf jeden Fall den herstellen. Und wir stellen davon noch einen her. Weil dann könnten wir nämlich das nämlich ganz, ganz schön gesmoothed machen, das Ganze. Steckst du dich denn? Hallo? Komm mal raus da, Alter. Was ist los? Hast du Angst oder was? Komm schon raus! Ich tu dir nichts. Du brauchst keine Angst haben hier. So. Jetzt müssen wir noch darüber. Schnell den letzten Bohrturm eine wegnadern. Da müssen wir gucken, wie wir das am besten tätigen jetzt. Also, Plan. Anders Personal. Die Basis verzeichnet mechanische.
Ich würde sagen, wir planen, dass wir den Überfall von hier hinten irgendwo starten. Oder von der anderen Seite. Das könnte... Also, dass wir hier rüber gehen. Ups. Nee, nicht hier rüber. Hier wollen wir nicht rüber. Wir wollen hier rüber. Hier wollen wir rüber. Können wir hier nicht durch? Doch, wir könnten hier durch. Okay, müssen wir bloß einmal gucken. Da, dort, dort. Dort steht der Große. Müssen wir doch hier raus. Gehen wir auf 3? Ja, wir gehen auf die 3 gehen wir jetzt. Okay, sie bewegen sich. Wow, 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 wow. Woher wissen die immer, wo ich reinlaufe? Also das kann ich nicht ganz verstehen. Geht sie hoch? Geht sie nicht hoch? Nein. Okay, danke schön fürs Weitergehen. Nein, der war gut, der war gut. War gut geplant, war gut geplant. So, das andere ist eigentlich nur noch klein jetzt. Sorry. Okay, wo ist der Letzte? Wo eiert der denn rum? Okay. So, das war's für euch, Freunde der Sonne. Würde ich sagen, und damit ist die Abschaltung vollendet. Okay, ist lahmgelegt. Das Signal ist immer noch stark. Finde den Sender. Huh? Ist vermutlich hoch oben. Überlad ihn. Das deaktiviert das Signal. Dann kriegt man ihn auf. Okay, dann werden wir nochmal gucken. Hoch oben. Okay, das ist auf jeden Fall nicht cool. Okay. Fliegen wir. Na komm schon. Ja. Na komm. Komm her. Geh landen. Genau, flieg schön weg. Weil jetzt wird's gefährlich hier. So, also. Du solltest doch nicht wieder herkommen, Mensch.
haben wir den, aber wir haben dafür den ausgeschaltet. Monumento. Nee, da müssen wir den noch nehmen hier. Hm. Haben wir jetzt unseren Quest erledigt? Er dreht sich ja immer noch. Ja, würde ich sagen, ne? Hacke die Antenne an der Spitze. Ach so, oh, habe ich gar nicht. Sorry. Ach du heiliger Bimbam. Wo sind wir? Wo sind wir? Da. Nee, da. Da geht's nicht weiter. Dann müssen wir hier rüber. Dann müssen wir hier wieder zurück. Aber wir müssen noch weiter. Oh. Also da erstmal durchzusehen. Holy. Du sollst ja nicht mit ihm spielen, du sollst ihn. Genau, mach mal. Etor, nein! Los, Demek! Sie war hier. Boah, die ist aber weit geflogen noch. Hier runter. Verschwind. Komm her, Freundchen, komm her. Ziel gesichtet. Position folgt in Kürze. Kapiert. Verloren. Da bist du ja. Oh. Das war doch ein Heckenschützer eben, oder was? Also, oh, den hast du nicht gesehen, aber er hat ja so richtig wie ich hier vor die 12 gezwiebelt. Alter Scholli. Da hinten ist er. Hoho. Der zwiebelt richtig. Guter Schütze, Junge, würde ich sagen. Kommt er jetzt rum? Er kommt rum. Hm. Das
ist schön, dass du das weißt. Ich weiß auch, wo du bist. Und ich weiß auch, dass du mir immer näher kommst. So, das war's, Freundchen, ne, würde ich sagen, oder was? Himmelorsch und Zwirnele. So. Das ist meiner. So, nimm die Fährte von Edwoira und hilf ihr. Sie wurde am Außenpost Hydroöl von den Skorpions angegriffen. Ja, bis hierhin bin ich gekommen. Bis dort hat mich die Fährte geführt, aber weiter auch nicht. Ja, die Frage ist, da liegt irgendwo was. Also da in der Nähe liegt... Da ist er. Da bist du ja. So, starte mal. Das will ich jetzt wissen. Da. Ja. Was ist das? Nee, das ist nicht das, was wir suchen. Aber wir sind von hier, ne? Ja, von hier müssen wir da runter. Genau. Ah, das ist... Sie wurde vom Außenposten Hydro-Ol angegriffen. Ja, das ist auch klar. Hm. Aber so weit nach hinten getragen? Da müsste man ja... Ja... Da ist noch eine Fährte. Ist das eine... Okay, da ist sie wieder. Okay. Oh, das hört sich schon mal nicht gut an. Da ist grün. Ja. Wir landen. Oh Gott. Erwischt. Edoa! Wach auf, öffne die Augen! Komm schon! Da! Es hat geklappt! Siehst du? Die Blüten öffnen sich, die Ginglor können wieder trinken! Bitte, ich... Was kann ich denn tun? Das Problem. Was wollen wir jetzt? Ja, aber wir müssen sie ja... Also wir sollen zum Heimatbaum auf jeden Fall von hier aus. Hier können wir geschützt durch Flugabwehr. Haben wir die nicht ausgelegt? Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Verdammt. Weil den... Ja, die haben wir, glaube ich, nicht, ne? Nö. Die haben wir nicht ausgelegt. Ah, verdammt. Hätten wir ausschalten sollen. Die Muckel. Duckel, Dackel, Dingel, Dangel. So. Also wir sollen auf jeden Fall zum Heimatbaum springen. Das werden wir dort natürlich auch tun. Und... Wir werden, also am Heimatbaum ist Ende mit der Folge. Ja, zum Anfang war ein bisschen, also war ein bisschen anstrengend, ein bisschen langwierig der Kampf. Also es war echt ein bisschen sehr, sehr anstrengend das Ganze. Und auch ein bisschen langwierig. Hätte auch ein bisschen schneller gehen können das Ganze. Du siehst fantastisch aus heute. Das ist, ja, leider Gottes so.
Oh, jetzt kriege ich richtig wie mit dem Stock auf der Nase und Midua ist verletzt. Versammle die Jäger. Wir fliegen sofort los. Oh, da kommt sie. Durchgeflogen. Du hast Schuld. Nein. Es war dein Plan. Nein. Vater, stopp. Stopp! Seht. Sie trinken wieder selbst. Was ist geschehen? Ja, was ist geschehen, ne? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen. Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Ginglore aus ihren Nestern vertrieben. Nur der Sarentu hat mir geglaubt. Er hat es gefunden und zerstört. Allein. Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt. Doch der Sarentu hat unsere Heimat gerettet. Nicht gut. Nicht gut. Etua hat recht. Ja, es herrscht Krieg. Und Ewa schreit vor Schmerzen. Ah, guten Morgen. Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren. Top. Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Clan zusammen. Hat funktioniert. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien. Boah, wird doch mal Zeit langsam, ne? Für unsere Kinder. Richtig. Und deren Kinder. Richtig. Pandora wird frei sein. Naja, erstmal muss man ein bisschen wieder auf die Beine kommen und dann, ne? Dann können wir mal weitersehen. Bei der ganzen Sache, würde ich sagen. Ja, ihr Lieben, Was hab ich dir gesagt? Ich hab sofort an dich geglaubt. Mm. Ganz erwachsen. Ja, wie gesagt, also bereit auch so auszusehen? Krieger des Volkes? Lasst alle Clans wissen, dass die Aranahe sich nicht vor dem Kampf scheuen. Okay, cool. Hey, die Luftqualität wird zusehends besser. Unsere Daten belegen, dass es rund um... Aber wir können hier unten, ja doch, wir können jetzt hier unten, doch, wir können hier wieder schnell reisen. Weil hier gibt es nämlich noch eine Belohnung, habe ich nämlich gesehen. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal rüber. Ich glaube, unser Tamek ist auch noch da. Ja, wie gesagt, also die Folge waren... Die Daten aus dem Radarnetzwerk, sie haben alles im Kinglorwald untersucht. Die Karte ist sehr detailliert, man kann sogar ein paar Höhlen sehen. Wunderschön. Zeigt sie, wonach sie gesucht haben? Leider nicht. Nur grobe Daten. Vielleicht sind dort Mineralien. Und wann kommst du nach Hause? Alma möchte mit dir... Warte kurz. Ey, komm, ich hab schon Kampf hinter mir, ne? Geht mir nicht auf den Sack, Jungs. Ich glaube, ich bin soweit. Und wann kommst du nach Hause? Alma möchte mit dir über unsere Navi-Freunde sprechen. Ich komme euch bald besuchen. Richtig. Ja, also wie gesagt, wir haben ja... Unsere Daten belegen, dass es rund um das westliche Grenzgebiet grünt und blüht. Langsam aber sicher kehrt überall das Leben zurück. Hä? Gibt's hier diesmal keine Bonusdinger? Für den Kampf oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Das ist doch mal voll die Müllebülle hier oder was? Ja, also, wir sind soweit erstmal durch. Der Kampf hat ein bisschen länger gedauert als geplant. War aber nicht so angedacht. Also es war halt nicht so gedacht. Wer bist du? Wow. Ja, muss ich dazu sagen, also es war halt echt nicht so geplant, dass das halt so langwierig wird, das Ganze. Nun ist es ja doch etwas... Was bist du denn schon wieder für einer? Zieh ab hier, alter Freundchen. Ist mein Bürgergebiet hier. Hau ab, du. Das
kann doch nicht wahr sein. Die kommen die schon wieder angepfiffen hier, oder was? Oh, das sind ja schlimmer wie Kröten. Mann, 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 du. Ja, wie gesagt, also das war es jetzt erstmal von der Folge. Ja, hat halt ein bisschen länger gedauert und Entschuldigung, dass ich hier mal zu unterbrochen werde von den Jungs hier. Finde ich ja nicht schön, das Ganze. Ansonsten haben wir uns ja ein bisschen Mühe gegeben, finde ich. Und ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ gut und zügig durchgekommen. Jetzt mittlerweile. Das war vorher ja nicht so bei der ganzen Sache hier. Also ich habe halt erst echt gedacht, wir sind hier zum Scheitern verurteilt worden. Aber gut, okay. Hat sich dann doch anders bewahrheitet, das Ganze. Ja, ich habe eben echt gedacht, hier gibt es irgendwo noch ein paar. Weiß ich nicht. Also, ne, irgendwie nicht. Irgendwie gibt es hier keine Trichter mehr. Oder Schafen drum. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. An der Sache hin. Hier unten gibt es da noch was. Hier unten stand eben noch was da. Da. Ich wusste es doch. Alles mitnehmen. Oh, voll. Uiuiuiui. Na gut, da oben sind jetzt vier Leute. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Ich jetzt in dementsprechend, wir haben ja unsere Aufgabe hier erledigt und dann, damit sind wir auch durch. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Da wäre ich sehr, sehr dankbar drüber. Würde ich mich echt drüber freuen, über das Ganze. Und natürlich muss ich dazu sagen, wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr uns Fargo Gaming auch gerne supporten, indem ihr einfach Spaß beiseite. Da unten in der Ecke gibt es den Button abonnieren und Glocke aktivieren, finde ich. Ist kostenlos, kostet euch gar nichts. Könnt ihr einfach drauf drücken, wenn ihr interessiert seid an diese Spiele oder andere Spiele. Je nachdem, wir spielen relativ viel und wir versuchen halt unseren Beitrag weiterhin beizubehalten. Zweimal täglich Videos zu veröffentlichen für euch und bis jetzt halten wir das noch so immer konstant, damit das immer funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, ihr findet unten in der Videobeschreibung alle nützlichen Links zu Fargo Gaming sowie auch den Discord. Da könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischnickern. Dann können wir mal ein bisschen chatten zusammen oder ein bisschen schreiben, ein bisschen quatschen oder was auch immer. Vielleicht hast du auch ein Spiel, was wir gerne auch testen würden oder halt auch gerne spielen würden und ein bisschen euch auf eine Reise mitnehmen möchten, damit ihr denn auch unterhalten werdet. Ansonsten haut rein, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video und in dem nächsten Spiel in der nächsten Woche. Bis dahin, haut rein, ihr Lieben.